interessierst dich für Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft und weißt aber nicht so richtig, wo der Unterschied liegt und was eigentlich für dich vielleicht geeigneter ist. In diesem Video möchte ich dich einmal mitnehmen und die beiden Studiengänge vorstellen, so grundsätzlich, und so ein bisschen grundsätzlich auch darüber sprechen, welche Möglichkeiten du in den jeweiligen Bereichen hast. Also erstmal, ich habe Forstwirtschaft studiert in Eberswalde. Wenn ihr jemanden sucht im Internet, der Forstwissenschaften studiert hat, dann kann ich euch den Kanal von Ben Tüxen, also Ein Mann im Wald, empfehlen. Der ist auch schon länger auf YouTube unterwegs, als ich es bin, und der hat öfters auch von seiner Sicht berichtet. Ich kann eher aus der Forstwirtschaft sprechen. Grundsätzlich sind es beides Bachelorstudiengänge. Die Forstwirtschaft ist eher an den Fachhochschulen angesiedelt und die Forstwissenschaft eher an den Universitäten. Und dadurch ergibt sich tatsächlich auch schon der unterschiedliche Schwerpunkt. Die Fachhochschulen haben meistens ja das Klischee, dass sie eher Praktiker sind und praxisorientierter sind und die Hochschulen oder die Universitäten eher den Schwerpunkt in der Forschung haben. Und so ist es auch in der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, dass die Forstwirtschaftler eher die sind, die in der Praxis auch der Förster sind oder die Berufsschiene der Förster einschlagen, und die Forstwissenschaftler sind eher die Forstamtsleitung oder in den Forschungsbereichen unterwegs. Und so ergibt sich dann auch schon ein bisschen der berufliche Schwerpunkt. In der Forstwissenschaft konzentrieren sie sich eher auf die Fragestellung, wie gehen wir mit dem Ökosystem um oder mit der Ökologie des Waldes. In der Forstwirtschaft ist es tatsächlich eher der Schwerpunkt auch in der Bewirtschaftung oder der tagtäglichen Waldbearbeitung. Und so ergeben sich dadurch auch dann sehr spezielle Unterschiede. An sich kann ich euch beide Studiengänge empfehlen. Ihr werdet mit beiden den Wald besser kennenlernen, das auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt euch überlegt, naja, was wägt ihr eher ab, dann würde ich sagen, wenn du eher praktisch veranlagt bist und eher ja auch einfach Praktika machen willst, mehr Übungen einfach im Wald haben willst, dann würde ich dir Forstwirtschaft empfehlen, weil in der Forstwirtschaft da hast du tatsächlich mehr Möglichkeiten, direkt in den Wald zu gehen und auch im Wald mehr Praxiserfahrung zu sammeln. In der Forstwissenschaft hast du da eher den forschenden Ansatz von dem Wald besser verstehen, der da eher zum Ausdruck kommt, und so hast du da eher die Schwerpunkte eben in den wissenschaftlichen Bereichen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Schreib mal gerne in die Kommentare, wo du gerne studieren wollen würdest oder wo du dich informiert hast schon. Ich linke dir jetzt hier noch das Video, ob du überhaupt Forstwirtschaft studieren solltest, was meine Eindrücke davon sind. Viel Spaß beim Video und ich hoffe, wir sehen uns dann im Wald.